Heute möchte ich Ihnen wichtige Grundlinien unserer Politik der nächsten Jahre skizzieren. Leitmotiv unseres Handelns ist die Nachhaltigkeit in allen Bereichen. Wichtige Ziele sind Bildungs- und Aufstiegschancen für alle sowie ein ausgeglichener Haushalt. Baden-Württemberg steht keine politische Revolution bevor, sondern eine ökologisch-soziale Erneuerung. Die braucht es allerdings. Nochmals, niemand in dieser Landesregierung will den Menschen vorschreiben, welches Auto sie kaufen sollen. Ich gebe aber zu bedenken, ob in künftigen Verkehrssystemen und bei steigenden Energiekosten schwere, spritfressende Fahrzeuge nicht bald schon ziemliche Ladenhüter sein werden. Man kann sich da auch die aktuellen Probleme der amerikanischen Autoindustrie als warnendes Beispiel vor Augen halten. Ich bin aber nicht der Ansicht, dass der Staat in erster Linie bestimmte Technologien fördern, sondern dass er klare Rahmenbedingungen dort setzen sollte, wo das Gemeinwohl im Sinne von Umwelt, Gesundheit und Nachhaltigkeit tangiert ist. Stimulierende und nicht strangulierende Grenzwerte, bessere Vernetzung der Verkehrsträger, fahrleistungsabhängige und nicht besitzabhängige Abgabenpolitik, das sind die Linien einer solchen Ordnungspolitik. Um auf diesem Markt mit Systemprodukten weltweit erfolgreich zu sein, müssen wir in Baden-Württemberg zu einem Schaufenster, sozusagen zu einer lebendigen Verkaufsmesse für neue integrierte Mobilitätskonzepte werden. Alle Experten bescheinigen dem Gesundheitsstandort Baden-Württemberg große Wachstumschancen. Wir werden die Landesmittel für die Kliniken deutlich erhöhen und damit auch zur Schaffung und zum Erhalt von Arbeitsplätzen beitragen. Auch in der Pflege müssen Antworten auf neue gesellschaftliche Herausforderungen gefunden werden. Bis zum Jahr 2031 wird die Zahl der Pflegebedürftigen in Baden-Württemberg um mehr als 50% steigen. Der Wunsch nach Vereinbarkeit von Beruf und Familie erhöht die Nachfrage nach guten, verlässlichen und flexiblen Betreuungsangeboten. Und er führt zu einem steigenden Bedarf an qualifiziertem Personal. Alleine für den Ausbau der Krippenbetreuung brauchen wir bis 2013 rund 7.500 zusätzliche Erzieherinnen und Erzieher in Baden-Württemberg. Die grün-rote Landesregierung wird sich auf Bundesebene für einen beschleunigten Atomausstieg einsetzen. Die 8 ältesten AKWs plus Krümmel dürfen nicht mehr ans Netz. Für den Fall, dass die Bundesregierung die Laufzeitverlängerung nicht zurücknimmt, werden wir uns der Klage anderer Bundesländer anschließen, um den Ausstieg aus dem Atomausstieg vor dem Bundesverfassungsgericht zu Fall zu bringen. Bis 2020 sollen 10% unseres Stroms aus heimischer Windkraft kommen. Genauso konsequent werden wir die anderen erneuerbaren Energien ausbauen. Vor allem die Solarenergie bietet ein riesiges Potenzial für die Energieerzeugung. Deswegen werden wir auch die Solarenergie konsequent fördern, zum Beispiel indem wir landeseigene Dachflächen für Bürgersolaranlagen zur Verfügung stellen. Energie- und Ressourcenschonung muss wirtschaftlich und gesellschaftlich breit angelegt sein. Deshalb werden wir mit der L-Bank ein speziell zugeschnittenes Förderprogramm für kleine und mittlere Unternehmen sowie den privaten Sektor im Bereich der Energieeffizienz entwickeln und auflegen. Frühkindliche Bildung und qualitativ hochwertige Kinderbetreuung haben für uns höchste Priorität. Ich will, dass in unserem Land endlich alle Kinder die gleichen Chancen erhalten, an Bildung teilzunehmen, von Anfang an und unabhängig von ihrer sozialen Herkunft. Wir werden den Orientierungsplan für alle Kindertageseinrichtungen verbindlich einführen und gesetzlich verankern. Auch die Sprachförderung ist für uns ein wichtiges Aufgabenfeld in Kitas und Kindergärten.
Wir setzen auf eine alltagsintegrierte Sprachförderung vom ersten Kindergartentag an und wollen das so umsetzen. Und den Rechtsanspruch auf Bildung und Betreuung für Kinder unter 3 Jahren werden wir ohne Wenn und Aber umsetzen. Meine Damen und Herren, die Schülerzahlen werden stark zurückgehen. Das wird natürlich Strukturveränderungen erforderlich machen. Gerade wenn wir möglichst viele Schulstandorte im ländlichen Raum erhalten wollen, müssen wir unsere Überlegungen in diese Richtung entwickeln. Auch dies ein Grund, weshalb wir Gemeinschaftsschulen mit eigenem pädagogischen Konzept im Schulgesetz verankern werden. Der Ausbau der Ganztagesschulen als Lern- und Lebensort mit dem Ziel der ganzheitlichen Bildung und individuellen Förderung und einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Eltern, das wird ein Schwerpunkt unserer Schulpolitik werden, das wirklich flächendeckend im ganzen Land umzusetzen. Der Zugang zu akademischer Bildung darf nicht an finanziellen Hürden scheitern. Deshalb werden wir noch in diesem Jahr ein Gesetz einbringen und die Studiengebühren in Baden-Württemberg zum Sommersemester 2012 abschaffen. Wir wollen daher Baden-Württemberg zum Musterland für gute Arbeit machen. Dazu kann die Politik einen Beitrag leisten, zum Beispiel durch die Festlegung von Mindestlöhnen. In Sachen gute Arbeit wollen wir als Landesverwaltung aber auch eine Vorbildfunktion übernehmen. Durch ein Tariftreuegesetz werden wir alle Anbieter verbindlich verpflichten, bei der Ausführung öffentlicher Aufträge des Landes und der Kommunen die Tariflöhne einzuhalten. Wir wollen, dass auch unsere Kinder und Enkel noch Möglichkeiten der politischen Gestaltung haben. Wir werden daher die Finanzpolitik auf die Einhaltung der Schuldenbremse des Grundgesetzes ausrichten. Nach 58 Jahren CDU-Regierung steht das Land vor einem gewaltigen Schuldenberg. Fazit: Es wird einer gewaltigen Kraftanstrengung bedürfen, um die Finanzen des Landes wieder auf einen soliden und seriösen Pfad der Nachhaltigkeit zu bringen. Die Koalition hat die Absicht, die Grunderwerbsteuer von 3,5% auf 5% anzuheben, um die Kinderbetreuung und die frühkindliche Bildung in Baden-Württemberg auszubauen und zu verbessern. Die Alternative wäre gewesen, noch mehr in die Verschuldung zu gehen. Und diesen Weg gehen wir nicht. Und darum sind wir diesen Weg gegangen. Das ist eine Steuererhöhung, die einem klaren, nachvollziehbaren Zweck dient und die dem Gemeinwohl dient. Und deswegen habe ich aus einem leisen Grummeln auch keine große Kritik daran gehört. Nicht, wo Menschen sich einmischen, ist die Demokratie bedroht, sondern dort, wo sie sich abwenden von den öffentlichen Angelegenheiten von der Respublika. Volksbegehren und Volksentscheide sind ja heute schon ein verbrieftes Recht in unserer Landesverfassung. Die formalen Hürden aber sind so hoch, dass es real noch nie dazu gekommen ist. Wir werden diese Hürden abbauen. Für Volksbegehren sollen künftig weniger Unterschriften nötig sein. Und die Unterschriften sollen über einen längeren Zeitraum auch auf der Straße und nicht nur in den Amtsstuben gesammelt werden können. Bei Volksabstimmungen wäre die Abschaffung des Zustimmungsquorums die richtige Entscheidung, wie in Ländern, in denen erfolgreich direkte Demokratie praktiziert wird. Die FDP hat erklärt, eine Absenkung auf 20% mitbetragen. Das begrüßen wir und wir sind bereit, diese Idee aufzugreifen. Auf kommunaler Ebene werden wir die direkte Demokratie ebenfalls stärken. In den Städten und Gemeinden werden wir die Hürden für Bürgerbegehren und Bürgerentscheide absenken und zu mehr Themen Bürgerentscheide möglich machen. Außerdem soll dieses Verfahren auf die Landkreisebene ausgedehnt werden. Darüber hinaus führen wir dort die Direktwahl der Landräte und der Landrätinnen und Landräte ein. Auch junge Menschen sollen mehr Mitwirkungsrechte erhalten. Bereits im Alter von 16 Jahren soll bei den Kommunalwahlen das aktive Wahlrecht gelten.